Nur 6% aller Deutschen vertrauen ihren Politikern. Über 80% halten sie für wenig engagiert, inkompetent und von Lobbyisten beeinflusst. Egoistisch, machtversessen, unehrlich. Ist der Ruf der Volksvertreter tatsächlich so miserabel beim Volk? Meine Meinung ist, dass sie durch die Medien immer, sag ich mal, schlecht dargestellt werden. Aber in Wirklichkeit sind sie gar nicht ganz in Ordnung. Versprechen viel und halten wenig. Die hauen sich bloß noch alleine die Taschen voll. Und für uns, die schicken Milliarden in Ausland und Ausland. Und für unsere Leute bleibt nicht mehr über. Es geht nur noch um Profit. Und die Menschen, finde ich, stehen wirklich an allerletzter Stelle. Also ich fühle mich verarscht. Was machen deutsche Politiker falsch, dass ihnen die Mehrheit nicht über den Weg traut? Sitzen im Parlament nur Egomanen, Karrieristen, Lobbyisten? Ist Volksvertretern überhaupt wichtig, was Volk über sie denkt? In einem Politikbetrieb, der zwar gläsern scheint und doch viel verschweigt. Das Regierungsviertel mitten in Berlin. Ein Freizeitpark mit Picknick fürs Volk. Man könnte den Politikern beim Regieren zuschauen. Man könnte ihnen ganz nahe kommen. Doch kommt man ihnen ganz nahe? Und entdeckt man dann, ob man ihnen vertrauen, ihnen glauben kann oder lieber nicht? Und wo stecken sie eigentlich, wenn sie nicht hier sind? Das wollen wir herausfinden. Frank-Walter Steinmeier ist auf Wahlkreistour. 3 Tage lang. Von Teltow bis zum Fläming. Heute geht er wandern. Durch die Stadt Brandenburg und Umgebung. Mit Abstecher zum letzten noch vollständig erhaltenen Passagierflugzeug der DDR. Und Probesitzen als Co-Pilot. Hat aber noch keine Servo, ne? Trotz Presserummel und Fotoshooting, dem Außenminister AD ist wichtig, was ihm immer wichtig war. Zuhören, abwarten, anpacken. Das kann er gut. Geburtstag hattest du auch. Ich bin 70. Auch wenn er sich keine Illusionen macht über das Image der Politiker. Was ich immer wieder feststelle, das Bild, das Menschen über Politiker und Politiker haben, ist in der Tat schlecht. Wir sind nicht immer von Erfahrungen geprägt, aber es ist schlecht, bedauernswerterweise. Wenn man die Chance hat, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, kann man das oft ein bisschen gerade rücken. Mehrfach im Monat ist er in seinem Wahlkreis unterwegs, in Brandenburg. Hallo. Nicht immer geht es dann um die große Politik, so volksnah am Gartenzaun. Ich grüße Sie. Hallo, klar. Hallo. Machen Sie noch eine Außenverkleidung oder was machen Sie da? Ja, da kommt noch was ran. Dämmung oder was? Ja, da kommen noch Klinker ran. Ach, Klinker noch? Ja. Na gut. Vielen Dank für den Besuch. Gerne. Im Plauderton den Alltag streifen. Schönen Sommer noch. Nochmal den Abschied bitte, ich hatte die Kamera im Bild. Das tut niemandem weh und das kommt auch gut an. Ich fand ihn heute sympathischer, als ich ihn sonst im Fernsehen gesehen habe. Er war immer sehr streng und sehr ernst und sehr gehalten, so in sich irgendwie. Und heute richtig locker. Locker geht es weiter zu den Tagesmüttern. Die erhoffen sich finanzielle Hilfe von der Politik. Frank-Walter Steinmeier bleibt ganz entspannt. Wie kommst du auf die Matsche? Auch im Waldbad von Borkheide trübt nichts die gute Stimmung. Hier machen wir weiter unsere Jugendarbeit, das ist unsere Zukunft. Dabei überlebt das Bad nur, weil 100 Leute hier ehrenamtlich arbeiten. Doch keiner beklagt sich heute über die fehlenden Schwimmhallen beim Politiker aus Berlin. Würde ja auch nichts bringen, oder? Es ist ja so, dass sie schön Wetter machen müssen, wenn die Wahlen anstehen. Und er ist ja mit Sicherheit aus keinem anderen Grund hier. Wenn man sich jetzt hinstellt und um Schwimmhallen und um Bahnen diskutiert, dann wird das Lächeln schnell verschwinden. Die Kontroverse wird nicht gesucht an diesem Tag. Und sonst? Was bringt einem Spitzenpolitiker wie Steinmeier der monatliche Ausflug in die Provinz? Es ist ja nicht so, als ob das sozusagen völlig getrennt sei von dem,
was in Berlin stattfindet. Und da hören wir natürlich hin, höre ich natürlich hin. Und muss auch manchmal Leute enttäuschen, wenn sie sagen, nun soll die Politik doch endlich mal was an den Benzinpreisen machen. Und ich ihnen sagen muss, das geht schlecht. Es sei denn, die Politik ist bereit, auf Steuereinnahmen zu verzichten, aber das geht dann zulasten der nächsten Ortsumgehung oder zulasten der Ausstattung von Schulen und Kindergärten. Er versucht hier seit 3 Jahren alles zu sein. Initiator, Stifter, Moderator. Ob im Kulturverein oder Obdachlosenhaus, bei Energiegipfeln oder Jugendgesprächen. Mit guten Worten die Zukunft gestalten. Doch die Leute erwarten einen Heilsbringer. Und er redet dann nach 9 Stunden Wandern über die Zukunft des Euro. 6% der Waren gehen nur nach China. 60% in die europäische Nachbarschaft, 6% nach China. In Seehausen wirbt er, wie so oft, mit Fakten um Vertrauen. Man bleibt skeptisch. Seit den 70er Jahren, seit der Wohlfahrtsstaat kippt, wächst die Distanz zwischen dem Volk und seinen Vertretern. Daran ist Politik zum Teil selbst schuld, glaube ich. Mit der Selbstüberforderung, die Politik und Politiker immer eingegangen sind, in der Vergewisserung des Volkes, wir haben die richtigen Lösungen für alle Lebensbereiche für euch schon parat. Ein Anspruch, den Politik nie erfüllen kann. Als Sozialdemokrat will er den fürsorglichen Staat und hat ihn doch unter Gerhard Schröder mit ausgehebelt. Das stürzte die SPD in die tiefste Vertrauenskrise und 2009 in ein Wahldebakel. Steinmeier, der erfolglose Kanzlerkandidat, wollte damals aus der Politik aussteigen. Er blieb und wurde Fraktionschef. Einer, der bis heute lieber leise, auch mit Gegnern, redet, als lautstark kämpft. Geschont werden er und die SPD deshalb nicht. Sie haben Griechenland aufgenommen. Sie haben die Stabilitätskriterien gebrochen. Wir räumen heute die Scherben rot-grüner Politik weg. Machen Europa richtig nach vorn. Der Fraktionschef bleibt gelassen. Er kennt sein Image. Er gilt, glaube ich, als Urtyp eines seriösen Politikers. Sein Problem ist, es fehlt ihm die politische Emotion. Und Wähler wollen nicht nur über den Kopf, sondern auch über die Emotionen angesprochen werden, über das Gefühl. Es fehlt ihm die politische Emotion. Es fehlt ihm das Wahlkämpfergehen. Sie hat das Wahlkämpfergehen. Auch wenn sie im Berliner Wahlkampf damit gescheitert ist. Zum Tag der offenen Tür im Bundestag zeigt sie, wie man die Energiewende antreibt. Mit viel Kalorien. Die Wahrheit zum Anbeißen. Wo gibt's noch arme Kinder? Renate Künast, ein Energiebündel, teilt gern aus, was anderen fehlt. Faktenwissen zum Beispiel. Sozusagen der konventionelle Anbau hat schon in allen Stoffen, die er braucht, bei Pestiziden und Düngemitteln und so, immer einen hohen Energieverbrauch. Vor ihrem Aufklärungsdrang ist niemand sicher. Mal charmant. Das ist ein Energieregel. Nur Nüsse, in den Möbelkernen. Mal erschöpft. Verkündet sie die Wahrheit, auch wenn sie den Leuten nicht passt. Das wirkliche Problem bei den Booten ist ein anderes, dass sie nämlich von der Energie her so fahren, dass sie mit diesen Dieselmotoren, die keinen hohen Umweltstandard haben, fahren. Und das ist das, was man rechtlich ändern muss. Dazu brauchen wir Partner. Renate Künast ist da ganz pragmatisch. Sie redet mit jedem, der ihr zuhört. Man muss sich als Politiker damit auseinandersetzen, dass man einfach die Fakten und die Wahrheiten aufzählt und das durchhält und durchsteht. Das macht die Stärke von Person aus, nicht der einzelne Angriff, sondern standhalten. Das hatte ich ganz vergessen. Das Standhalten hat sie trainiert. Anwältin Künast begann einst im Knast als Sozialarbeiterin. Sie weiß, wie man nicht nur mit den harten Jungs umgeht, die Frau im Stachelkleid. Ich bin viel sanftmütiger und ruhiger, naturverbundener, als manche glauben. Und ich brauche Freunde. Ja, politische Freunde? Nee, Freunde, echte Freunde. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Man muss sich Zeit nehmen für sich selber, um sich selber gut zu fühlen, also Kontakt zu sich selber zu haben und nicht nur zu funktionieren. Und man muss sich Zeit nehmen für Freundinnen und Freunde. Die Zeit bleibt ihr selten. Es ist kurz nach 19 Uhr, sie wird wieder mal zu spät kommen. Hier zum Ortsfest der Grünen in Reinickendorf. Doch was bringt ihr so ein Smalltalk?
Auch so ein Small Talk am Rande ist immer so, dass einen Leute hinweisen auf Probleme. Sie können plötzlich mitkriegen, dass eine Geschichte, die Sie im Bundestag gar nicht sofort merken, dass bestimmte Regelungen zur energetischen Sanierung von Häusern einen Fehler haben, einen richtigen Fehler. Dann denkst du, habe ich jetzt gehört, habe ich nochmal gehört. Schreib's mir und dann setzt du jemanden dran. Es ist gleich 22 Uhr. Es war wieder mal ein 14-Stunden-Tag. Zwischen Plenarsaal, Fraktionssitzungen, Ortsvereinen, Wahlkreisen macht sie Politik. Immer vor Ort sein, das Ohr an der Basis, stets auf Tuchfühlung mit dem Volk. Schafft das verlorenes Vertrauen zurück? Ich glaube, das ist eher das Problem. Das Problem ist in einer gewissen Weise, so paradox es sich anhört, angesichts all dieser Stimmung, die Sie dann auch immer wieder messen, ist, dass die Politiker zu nah an ihrer Basis sind, zu viel rund um die Uhr in irgendwelchen Wahlkreisen sind und aufgrund dieser Geschichte überhaupt nicht mehr zum Nachdenken kommen. Nachdenken? Worüber? Für Wolfgang Bosbach ist das nur Theoriegeschwätz. Wer nicht ständig mit dem Volk redet, macht keine bürgernahe Politik. Nur so gewinnt man Vertrauen, sagt er. Diese Bürgernähe beschert ihm über 10.000 Briefe im Jahr. Wolfgang Bosbach ist Pragmatiker. Er war Supermarktleiter, studierte Betriebswirtschaft und Jura über den zweiten Bildungsweg und ist seit 40 Jahren Mitglied des Tennis- und Karnevalvereins in Bergisch Gladbach, trotz vollem Terminkalender. Die Leute beobachten sehr genau, ob sich ein Mensch verändert, wenn er erst einmal ein politisches Mandat oder gar ein Staatsamt innehat. Was ist aus ihm geworden? Bleibt es dann noch bei der Bodenhaftung? Und das Wichtigste ist Wahlabend 18 Uhr. Hat sich die Mühe gelohnt? Haben die Menschen das Gefühl, das Vertrauen, das wir dem Politiker entgegenbringen oder gebracht haben bei der letzten Wahl, ist nicht enttäuscht worden? Wolfgang Bosbach sitzt seit 18 Jahren für die CDU im Bundestag. Er hat seine Wähler nicht enttäuscht. Immer gewann er ein Direktmandat. Dieses Direktmandat, sagt er, macht ihn wirklich frei. Und wohl auch, dass er seit seiner Krebserkrankung weiß, dass die Zeit sehr begrenzt ist. So probte der konservative Rheinländer, eigentlich ein Gefolgsmann und Duzkollege Merkels, den Aufstand. Er stimmte als einer der wenigen in der CDU-Fraktion gegen den letzten Euro-Rettungsschirm. Das war wirklich süß. Und beim Thema Euro haben wir den Menschen versprochen, ich war ja damals schon im Bundestag, es geht um eine Währungsunion und sie wird eine Stabilitätsunion sein. Von einer Schuldenunion, von einer Haftungsunion war nicht nur nie die Rede, das haben wir ausdrücklich ausgeschlossen. Mit dieser Haltung wird aus Wolfgang Bosbach ein Rebell. Der muss heute keine Revolution anzetteln, er muss nur bei seiner Meinung bleiben. Der Vorsitzende des Innenausschusses, der immer hoffte, unter Merkel Innenminister zu werden, erlebt jetzt als Euro-Rebell, wie Politik nach außen wirken kann. So, ja, also, Wolfgang Bosbach, wäre nett, wenn Sie jetzt sagen würden, nein, das glauben wir jetzt nicht. Ich bin gerade 60 Jahre alt geworden. Vor 100 Praktikanten des Bundestages plaudert er über seine Arbeit und seine Grundsätze. Sein wichtigster: Man ist nur seinem Gewissen und seinem Wähler verpflichtet. Gibt es da noch Fragen? So, mein Name ist Felix Prode, ich bin Abgeordneter, ich bin Praktikant. Ja! Immer nach vorne gucken, jawohl. So unterhaltsam kann Politik sein. Auch wenn Wolfgang Bosbach die Europäische Zentralbank aufs Korn nimmt, die gern mal die Notenpresse anwirft. Was meinen Sie, wie gut Sie privat über die Runden kämen, wenn Sie sich selber Geld drucken dürften? Das lief super. Brauchen Sie zu keiner Bank zu gehen, Sie wären immer flüssig. Die Folge wäre eine gigantische Inflation. Wolfgang Bosbach spürt nichts von Politikverdrossenheit. Er kommt an beim Volk. Wie gut, das interessiert ihn schon. Man guckt natürlich mal ab und zu nach, ob es denn auch öffentlich tatsächlich registriert werden konnte und wie es bewertet wird. Und wenn ich dann auf die Ergebnisse beim Fokus Politiker-Ranking gucke, dann bin ich doch beruhigt. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahl kennen, meinen Platz, aber so schlecht ist er ja nicht. Angela Merkel ist die Königin des Rankings.
Ihre Popularität scheint ungebrochen. Da geht es um Ihre Meinung zu. Jede Woche aufs Neue stehen Politiker auf dem Prüfstand beim Volk. SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier. Den Außenminister Guido Westerwelle. Gar nicht zufrieden. Okay. Zufrieden, weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden. Sind Sie mit der Arbeit der Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr zufrieden, weniger oder gar nicht zufrieden? Ist die Quotenqueen so beliebt, weil sie volksnahe Politik betreibt? Warum vertrauen ihr die Menschen mehr als ihrer Partei? Was ist das Erfolgsgeheimnis einer Kanzlerin, die 2005 das schlechteste Wahlergebnis für die CDU einfuhr? Also Merkel ist ja eigentlich jemand, von dem man sagen würde, wie konnte die überhaupt so weit kommen? Angesichts der Tatsache, dass sie die ersten 35 Jahre oder wie lange es gewesen war, keine Seilschaften, keine Hausmacht oder sonst etwas gewinnen konnte und auch die, wenn man so will, diese inneren Geheimnisse der Politik nicht so hat lernen können wie Wulff, Koch oder Rüttgers, die alle gescheitert sind, dann liegt es daran, dass die inneren Gesetze von Parteien in der Tat inzwischen die Bevölkerung immer weniger interessieren. Und was Frau Merkel richtig gemacht hat von Anfang an war, dass sie sich korrigieren kann, dass sie Neues hinzufügt. Und das entspricht durchaus einer mehrheitlichen Befindlichkeit. Jede Woche wird diese Befindlichkeit gemessen. Nette Menschen rufen per Zufall ausgewählte Haushalte an. Sie befragen nur den, der zuletzt Geburtstag hatte. Das Forser-Institut ist hier. 30 Minuten lang. Doch wie repräsentativ sind die Ergebnisse? Es werden nur Leute mit Festnetzanschluss und nur zwischen 17 und 21 Uhr angerufen. Doch schon heute haben etwa 12% aller Haushalte nur noch ein Handy. Niemand kann da garantieren, dass unter den befragten 1000 Bürgern genügend junge Leute sind. Und nur per Stichprobe wird kontrolliert, ob beim Tastendruck Ja oder Nein die Antwort manipuliert wurde. So, und nun zu unserer Sonntagsfrage. Welche Partei würden Sie denn wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? Wir Meinungsforscher müssen immer aufpassen, dass wir also nichts in irgendeiner Form beeinflussen, falsch beeinflussen. Sei es durch die Fragestellung oder auch ganz wichtig durch die Abfolge von Fragen. Wenn ich eben in einer bestimmten Situation, in einer Stadt, in einem Land, eine ganze Reihe von Negativereignissen hintereinander rein und dann die Sonntagsfrage stelle, das wäre natürlich fatal. Da würde sicherlich das Ergebnis entsprechend beeinflusst werden. Forsa oder Infratest, jedes Institut ist sich sicher, manipuliert wird nicht. Doch wie die Institute mit ihren sogenannten Rohdaten umgehen, bleibt Geheimsache. Umfragen sind nur Stimmungsbilder. Ob der Abstand zwischen Angela Merkel und dem noch ungeliebten Kanzler im Wartestand kleiner oder größer wird, ist letztlich egal, sagen Meinungsforscher. Wer zur Wahl geht, wählt die Partei und nicht die Person. Deshalb hat er auch keine Chance, in nächster Zeit Kanzler zu werden. Gregor Gysi ist immer noch der Anwalt der kleinen Leute. Die lauschen ihm andächtig, wenn er die Euro-Krise und ihre Folgen beschreibt. Durch jede Krise hindurch gibt es mehr Vermögensmillionäre und die wir haben, werden immer reicher. 0,6% unserer Bevölkerung haben ein Vermögen von 2 Billionen Euro. Umverteilung heißt für ihn die Lösung, von oben nach unten. Ein Populist muss seine Versprechen nicht einlösen, jedenfalls nicht in den nächsten Jahren. Auch Opposition muss glaubwürdig sein. Wenn wir Vorschläge machen, die die Leute für völlig unrealistisch halten, dann nehmen sie uns auch nicht ernst. Und zweitens, man erreicht was. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen vor vielen, vielen Jahren. Es gab 2 Einzelgewerkschaften an unserer Seite. Alle anderen Gewerkschaften waren damals noch gegen uns. SPD, Grüne, FDP und Union sowieso. Heute fordern den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn alle Einzelgewerkschaften, die SPD und die Grünen und die Union ist dabei zu kippen. Ist doch nicht nichts. Den linken Gysi liebt nicht jeder in seinem Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick. Aber die meisten schon. Sein Direktmandat ist hart erarbeitet, auch mit Stunden wie diesen. Jede Woche sitzt er in seinem Bürgerbüro und versucht sich als Retter in der Not. Na, dann hätten wir aber wenigstens einen Anwalt, der schuld wäre. Wäre auch schon was wert. Nur haben wir Jacke. Das sind übrigens auch schöne Erlebnisse. Dann kommt jemand vorbei mit einem kleinen Blümchen und sagt, sie haben da hingeschrieben, die haben jetzt den Umzug bezahlt und so und freut sich darüber richtig. Ja, das brauche ich, das brauche ich. Eine gute Rede im Bundestag ist ja auch was wert, aber wenn ich die anderen Erlebnisse nicht habe, nein, dann fehlt mir was. Im Bundestag ist die Welt oft sehr abstrakt, wo es um Milliarden geht. Im Wahlkreis ist sie konkret. Da geht es um 1000 Euro für einen Jugendverein.
Glaubhaft ist man als Politiker nur, wenn man beide Welten ernst nimmt und sattelfest ist, auch in Details. Die höheren Renten abgeflacht werden. Nein, die Steigerung der höheren Renten wird abgeflacht. Wer ist also nun der ideale Politiker? Na, der ideale Politiker bin natürlich ich, das ist doch völlig klar. Sie können doch jetzt von mir keine andere Antwort erwarten. Aber Sie wissen, dass ich das ironisch meine. De facto Sozialdemokrat, sehr leidensfähig bei den Linken, brillanter Redner, origineller Typ, der wahrscheinlich ein Bundesverdienstkreuz kriegen müsste, dass er die Strapazen mit den Linken, mit dem Hass zwischen Ost und West erträgt. Um Vertrauen muss Gregor Gysi ständig werben. Auch in der eigenen Partei, auch in der Fraktion. Wer hier mit wem nicht redet, ist augenfällig. 20 Jahre Politikbetrieb, die hinterlassen ihre Spuren. Natürlich habe ich mich verändert. Natürlich. Und zum Beispiel Freundschaftspflege. Wenn man so beschäftigt ist wie ich, die meisten Wochenende weg, eine Rarität, tut mir weh heute. Ich hatte viele Freundschaften, die ich nicht gepflegt habe. Das werfe ich mir auch vor. Im Nachhinein sage ich mir, was habe ich denn gemacht? Ja, ich hatte immer wichtige Termine. Ja, ist das wirklich eine Entschuldigung? Nein. Zum Innehalten bleibt wenig Zeit. Gysi steht wie alle Politiker unter dem Erwartungsdruck, Politik könne Gerechtigkeit herstellen. Im bestehenden System. Eine Illusion. Das wissen jene, für die die Linke Politik machen will, sehr genau. Sie gehen erst gar nicht zur Wahl. Wir wissen ja, dass die Zahl der Nichtwähler in Deutschland laufend steigt. Das wird aber häufig von den Politikern verdrängt. Aber wir haben, denke ich, die Aufgabe, immer darauf hinzuweisen, dass der Rückgang der Wahlbeteiligung in Deutschland von allen westlichen Ländern, mit Ausnahme Portugal, viel höher ist als im Durchschnitt aller anderen Länder. Wir haben Länder, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist, Schweiz oder USA. Aber dort geht sie nicht zurück, dort war sie schon immer niedrig. In Deutschland haben wir einen Rückgang in den letzten 30 Jahren von fast 20% bei Bundestagswahlen. Was soll da ein Abgeordneter tun, um das Volk wieder an die Wahlurne zu locken? Soll er auf Volkes Meinung hören? Das heißt natürlich nicht, dass Politiker sich sozusagen knechtisch an Meinungsumfragen orientieren sollen. Das tun sie im Übrigen auch nicht, denn hätten sie es getan, hätten wir wahrscheinlich keinen Euro gehabt. Viele wichtige Entscheidungen, die Agenda 2010, wären so nie getroffen worden. Also ich denke schon, im Endeffekt sind Politiker Gott sei Dank eben ganz unabhängig davon. Sie sehen das Gemeinschaftsinteresse, das Gemeininteresse im Vordergrund. Tatsächlich? Die Frage ist eher, wer treibt hier wen vor sich her? Und wer ist hier von wem abhängig? Die Medien sind heute größter Auftraggeber für Meinungsumfragen. Keine Woche vergeht ohne Stimmungsbild, kein Tag ohne Politikerwort. Da werden Volksvertreter zu Medienjunkies. Politiker werden ja normalerweise schlecht bezahlt, also relativ schlecht im Vergleich zur Wirtschaft. Und ihr Lohn ist Aufmerksamkeit und Wichtigkeit. Was machen wir jetzt? Keine Sau, kann ich euch sagen, setzt sich so an den Strand. Im Umgang mit den Medien diktiert er die Regeln. Wolfgang Kubicki lässt sich schwer dirigieren. Das hier ist ein Spiel für die Kamera. Wer in die Politik geht, muss wissen, dass er unter Dauerbeobachtung steht. Der darf sich darüber nicht beschweren. Das ist der Sinn auch der Veranstaltung. Und wer damit nicht umgehen kann, muss den Laden verlassen. Ja, Wolfgang Kubicki ist erst einmal ein Journalistentraum. Ja, solche Politiker lieben die Journalisten, ja, immer einen flotten Spruch auf Lager, immer bereit, die eigenen Leute in die Pfanne zu hauen, Kontroversen anzuzetteln. Also ein idealer Typ für den Journalismus. Für die Wähler, bei den Wählern ist es problematisch, denn natürlich ist er unstet. Er ist zutiefst illoyal seiner eigenen Partei gegenüber. Wolfgang Kubicki ist das Enfant terrible, seit Jahrzehnten. Er ist der Pfau und Scharfschütze. Der gelbe Ichling, den die Bundespartei eher duldet als liebt. Die beide sind doch im Kopf jung geblieben. Das ja, natürlich. Okay. Gut, aber das ist schön. Was machen Sie in Strande? Urlaub. Ja, schön. Das Volk dagegen schätzt seine Offenheit. Selbst wenn es anderer Meinung ist. Wie im Mai 2010. Da warteten tausende Wahlbürger mit Trillerpfeifen auf Kubicki. Sie protestierten gegen die Unikürzungen.
Ich war in Lübeck bei einer Veranstaltung und draußen waren 3000 Studenten, die sich sehr schnell über, wie das heute so geht, Twitter, Facebook versammelt hatten. Die Polizei wollte mich sozusagen über einen Hinterausgang rauslotsen und ich habe gesagt, nein, ich gehe da raus und ich habe mit denen 2 Stunden diskutiert. Und habe erklärt, ich mache das ja nicht, um euch zu ärgern, sondern wir haben folgendes Problem. Das Problem können wir nur so lösen oder so und so. Und ich habe erklärt, warum ich zu bestimmten Entscheidungen gekommen bin. Und das hat mir unglaublich viel Respekt eingehandelt, weil die sagen, normalerweise weichen die anderen aus, erklären nicht, warum das so ist. Selbst wenn wir es nicht akzeptieren, ist das für uns sehr bedeutend, dass wir die Argumente gehört haben und dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, andere Argumente zu bringen, um dem entgegenzuwirken. Im gängigen Politikbetrieb steht Wolfgang Kubicki immer etwas neben der Spur. Auch in Eckernförde, auf dem Sommerfest der Landes-FDP, bleibt er der Hausherr auf Distanz. Er passt in kein Schubfach. Der Strippenzieher und Königsmacher, der sich bei Kriegsfilmen entspannt und den Krieg in Afghanistan ablehnt. Er glaubt daran, dass Politik nur die Freiräume schafft, um sich selbst zu entfalten. Freiheit gibt's nicht ohne Verantwortung. Daran hat er sich immer gehalten. Ohne Rücksicht auf Verluste? Ich bin nicht mehr ganz so unbefangen wie noch vor 20 oder 30 Jahren, auch im Rahmen meiner politischen Äußerungen. Ich denke schon sehr intensiver nach und mir sind bestimmte Konsequenzen auch aus öffentlichen Erklärungen bewusst und bekannt. Ich bin zwar Mitglied des Clubs, lieber einen guten Freund verlieren, als auf einen guten Spruch verzichten. Trotzdem muss man sich der Gefahr immer bewusst sein, dass man damit auch sehr tief verletzen kann. Ich halte Kubicki in der Art, wie er Politik macht, für vorbildlich. Heute, weil er seinem eigenen Kurs folgt, weil er offen ist, weil er das sagt, weil er dazu steht, sich auch dafür viele Hiebe einfängt. Das sollten Politiker sehr viel häufiger machen. Das Interview führen mit Politikern ist immer mehr zu einem Elend geworden, weil dann beugen sich hinterher 2 Pressesprecher drüber und der Politiker selber und nehmen die interessantesten Äußerungen raus, weil sie ihnen zu riskant erscheinen. Das Misstrauen gegenüber den Medien ist grundsätzlich. Politiker versuchen, Journalisten nicht nur zur Imagepflege zu benutzen, sie zu instrumentalisieren. Für Politiker wird jede Schlagzeile zu einer Überlebensdroge. Gleichzeitig wollen sie die absolute Kontrolle über ihr öffentliches Bild. Wer das nicht bedient, dem wird schon mal gedroht. Hans-Ulrich Jörges hat es erlebt. Er stand nur wenige Meter vom damaligen Kanzler Schröder entfernt, als der ihn nach kritischen Artikeln maßregeln wollte. Man möge mir das Maul stopfen. Und beim zweiten Mal, das war ein Jahr später, man möge mich feuern. Die Antwort des Vorstandschefs war, das ist bei uns nicht üblich im Verlag Gruner & Jahr. Und dann war wiederum die Antwort von Schröder, dann seid ihr, also die Vorstände, euer Geld nicht wert. Es ist eben alles eine Frage der Macht. Wer wen benutzt, wer wen kontrolliert und wer wen inszeniert, ließ sich von Scharping über Gutenberg bis Wulff beobachten. Das neue Markenzeichen heißt authentisch sein. Bescheidenheit statt Glamour. Sie ist nicht in der Lage, sich richtig auszudrücken. Sie ist nicht in der Lage, im Parlament oder bei anderer Gelegenheit große Würfe vorzulegen, also gedanklicher wie sprachlicher Art. Sie ist eine Frau, die reduziert ihrem Amt nachgeht, ihren Aufgaben nachgeht, in der praktisch gar keine Außendarstellung hat, sehr einfach lebt. Menschen lesen das und registrieren das ganz genau, dass sie beispielsweise selbst vor dem Wochenende immer wieder im Supermarkt einkauft, und zwar ohne Bodyguard, wo sie eine Flasche Weißwein und ein paar Oliven in den Einkaufskorb legt. Das tut sie nicht, weil sie gefilmt werden will. Dabei wird sie durch Zufall beobachtet. Das gibt das Bild einer Politikerin, die in ihrer ganzen Karriere vollkommen weg war von der Inszenierung. Und das ist die neue Qualität von Politik. Das haben viele noch nicht verstanden. Doch auch diese neue Qualität von Politik bleibt gern unscharf. Auch Angela Merkel kontrolliert ihr Bild sehr genau. Spontane Beobachtungen irritieren die Frontfrau der Bescheidenheit. Im persönlichen Gespräch, das ist hier überliefert ohne Ton, ist sie ironisch, schlagfertig, von gespielter Naivität, uneitel. Wichtiges wird hier dennoch nicht ausgeplaudert. Auch nicht auf dem jährlichen Redaktionsfest des Magazins Stern. Die Selbstkontrolle bei Politikern funktioniert. Fast immer.
Auch bei Renate Künast, denn auch sie weiß, ja, du kannst auch in der Kneipe nicht schimpfen, es hört immer einer mit dir. Doch wer erfährt zuerst von den künftigen Konflikten? Wem und wann werden welche skandalträchtigen Informationen gezielt zugespielt? Da geht es heute in Berlin anders zu als in Bonn. Damals waren die politischen Lager, auch die zwischen Politikern und Journalisten, noch klar geteilt. In Berlin sind die Grenzen fließend. Der Medienmarkt ist dicht gedrängt. Wer da fündig werden will, muss guten Quellenschutz bieten. Und darf eine Grenze nicht überschreiten. Ein sehr großes Hamburger Magazin und dessen Chefredakteur lädt dann schon mal zum Essen nach Hause ein, einen Menschen, den man für den denkbaren nächsten Kanzlerkandidaten hält, um rechtzeitig engste Kontakte zu knüpfen. Einen Politiker nach Hause zum Essen einzuladen, ist aus meiner Sicht vollkommen tabu, darf es nicht geben. Wie viel kritische Distanz bleibt da noch zwischen Journalisten und Politikern? Und wo wird Politik dann wirklich gemacht? Dort, wo sie hingehört, im Bundestag? Und von wem eigentlich? Sitzen dort noch krisenfeste Volksdiener? Wir hatten in der Nachkriegszeit Menschen, die haben Schicksalsschläge erlebt. Da war den Bürgern klar, die werden mit Krisen fertig. Heute haben wir auch viele junge Politiker, das ist jetzt kein Nachteil, bei denen aber dann, wenn Krisen entstehen, man sich schon die Frage stellt, haben die nötige Reife, in diesen Krisen auch wirklich das Richtige zu tun. Agnieszka Brugger ist 27 und die jüngste weibliche Abgeordnete des Bundestages. Es ist 9 Uhr und seit einer Stunde sitzt sie über dem Haushaltsplan für 2013. Der hat über 3000 Seiten und ist in diesen Wochen Thema. Da muss sie sich schnell einen Überblick verschaffen. Und im Detail sehr genau wissen, wofür die 30 Milliarden Euro im Verteidigungsetat stehen. Allein für den Einzelplan 14, ich bin ja Mitglied des Verteidigungsausschusses und das ist sozusagen mein Brocken vom Bundeshaushalt 2013, mit dem ich mich ganz intensiv auseinandersetzen muss, der hat 170 Seiten. Es ist 9.30 Uhr und Agnieszka Brugger trifft sich mit der Arbeitsgemeinschaft Frieden, Sicherheit und Abrüstung. Worum es hier im Einzelnen geht, dürfen wir nicht mitreden. Agnieszka Brugger, seit 3 Jahren Abgeordnete, studiert noch Politik, Philosophie und öffentliches Recht. Sie ist fachpolitische Sprecherin der Grünen für Abrüstung und berichtet ihrer Fraktion dann zum Beispiel von einem Kurztrip zur UN-Mission im Südsudan und Djibouti. Trotzdem waren die Eindrücke in beiden Fällen sehr interessant. Ehemaligen Soldaten da sein soll, das heißt, dass die irgendeine Lebensperspektive bekommen. Ob Wiedereingliederung von Soldaten, Ölstreit an der Grenze, zu hohe Gehälter für Berater, Agnieszka Brugger muss sehr genau wissen, worum es geht. Und um 14.30 Uhr drängt der nächste Termin. Eine NGO-Vertreterin will mit ihr über Abrüstungskampagnen reden. Es fehlt ja auch vielen an Wissen darüber, dass zum Beispiel noch 20 amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden sind. Ja. Eine Stunde für ein komplexes Thema. Um kurz vor 16 Uhr muss sie zur Fraktionssitzung der Grünen. Renate Künast redet gerade über die Euro-Krise. Der Zeitdruck ist enorm. Agnieszka Brugger bleiben oft nur 1-2 Tage, um über Milliarden zu entscheiden. Ich hatte niemals, so wie jetzt, den Eindruck, dass die Bundestagsabgeordneten vor allen Dingen so sehr drum kämpfen, dass sie verstehen, was sich bei der Euro-Rettung abspielt, dass sie mitkommen wollen, dass sie komplizierte Verträge verstehen, die sie aus Brüssel in englischer Sprache bekommen, dass der kleinste Bundestagsabgeordnete dahinterher ist, den Anschluss nicht zu verlieren, weil er zu Hause im Wahlkreis Erklärungen dazu abgeben muss. Doch wie erklärt der seinen Wählern, dass er nicht immer genau weiß, worum es bei Abstimmungen geht? Wie beim Euro-Rettungsschirm und der Frage, mit wie viel Milliarden haftet Deutschland bei den Euro-Krediten? Nein, ich möchte dazu lieber nichts sagen. Oh, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. So grob? Nee. 250. 240? Okay. 211. Gut. Habe ich Glück gehabt. Wer nicht genau weiß, worüber er entscheidet, hat schon lange kapituliert. Er ist auf allen Ebenen eher Mitspieler als Mitgestalter.
Sie selbst, das ist mein Eindruck, sehen das nicht so, weil sie ihre Ansprüche an politische Gestaltung längst reduziert haben, längst gemerkt haben, dass sie sehr überfordert sind. Und man muss ganz nüchtern sagen, ein Gros der gewählten Parlamentarier investiert die maximale Arbeitszeit darauf, wiedergewählt zu werden und in den Wahlkreisen präsent zu sein. Ganz wenige, die eine Fachdisziplin verfolgen, da auch auf der Augenhöhe sind mit der Ministerialbürokratie. Und aus diesem Widerspruch der Rollen ergibt sich sozusagen auch dieses gespaltene öffentliche Bild meiner Ansicht nach. Ein gerechtes Urteil? Das Arbeitspensum ist gewaltig. Über 300 Gesetze wurden in den letzten 3 Jahren verabschiedet. Wurden die alle gelesen von den 622 Abgeordneten? Unter denen gibt es zwar 150 Anwälte und fast 100 Lehrer und Beamte, aber verstehen die alle das Kleingedruckte? Gregor Gysi sagt dazu gern, komplexe Themen muss man übersetzen, so, dass sie jeder versteht, auch jeder Abgeordnete. Wie er das macht, erzählt er auch. Unter Kanzler Schröder sollte das Gesetz zur Veräußerungserlösgewinnsteuer verändert werden. Und dann hielt Gysi seine Rede. Ich sage, also nochmal langsam, damit ich das auch verstehe, worum es hier geht, sage ich, also bisher unter Kohl war es so, dass wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, musste sie darauf eine volle Steuer bezahlen und wenn der Bäckermeister einen Kaufpreis bekam, musste er darauf eine halbe Steuer bezahlen. Und heute erleben wir eine sozialökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister Doppelte bezahlen muss. Ist doch richtig, sage ich. Und wissen Sie, was dann passierte? Es rannten 20 SPD-Bundestagsabgeordnete nach vorne zu dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck und fragten, ob das stimmt. Ob es das ist, was sie in einer halben Stunde entscheiden. Kaum ein Abgeordneter kann wirklich unabhängig von Lobbyisten entscheiden. In den Ministerien sitzen über 100 Angestellte, die von Siemens, Lufthansa und Co. ausgeliehen wurden. Sie schreiben mit an den Gesetzen. Welcher Abgeordnete weiß dann noch, für wen er seine Hand hebt? Und die es wissen, halten den Mund. Das Sanktionspotenzial gegenüber Fachabgeordneten, die sich was trauen, die was wollen, ist schärfer geworden. In der SPD-Fraktion war es zum Beispiel jahrelang so, dass natürlich einzelne Gruppen den Lobby-Einfluss auf das Parlament verkürzen wollten, viele Initiativen gestartet haben, aber definitiv vom parlamentarischen Geschäftsführer zurückgerufen worden sind und mit Sanktionen gedroht worden ist. Und diese Initiativen wurden nie ans Parlament herangetragen und man wollte keine Regulierung des Lobbyismus. Seit 2003 blockiert der Deutsche Bundestag eine UN-Konvention gegen Korruption, wie auch Syrien und Sudan. Für ein Verbot der Abgeordnetenbestechung wurden kürzlich 60.000 Unterschriften gesammelt. Klare Regeln für Abgeordnete, mehr Transparenz in den Entscheidungen, das fördert Vertrauen, oder? Die Forderung nach Transparenz löst, wenn sie eingelöst ist, nur die Forderung nach noch größerer Transparenz aus. Insofern muss man sich im Klaren sein, so notwendig Transparenz in politischen Entscheidungen ist. Was wir viel stärker brauchen, ist Glaubwürdigkeit. Doch wie glaubwürdig ist eine Politik, wo es zugeht wie auf dem Jahrmarkt? Schenkst du mir das Betreuungsgeld, schenk ich dir die Praxisgebühr. Da wächst der Zweifel, woran sich Politik orientiert. Wir haben es mit Spitzenpolitikern zu tun, die ein Grundverständnis haben, beim Regieren nicht gestört zu werden. Und entsprechend ist auch der Politikbetrieb in den oberen Etagen hermetisch abgeriegelt. Und man sieht gar nicht das Bedürfnis, was ja elementar demokratisch ist, wenigstens dann die Entscheidungen, die man vorhat oder die man gefällt hat, eingehend zu erläutern, sodass man Rückhalt findet. Diese Entscheidungsträgerin spricht, wie viele vor ihr, zu wenig über die Folgen ihrer Politik. Schon gar nicht Klartext. Das tun andere für sie, wenn sie in der Opposition sind. Wo tun Sie was, dass alle, die hier leben, sich einmischen können, Bürgerinnen und Bürger des Landes sind? Wo tun Sie was dafür, die zentralen Zukunftsfragen dieses Landes zu regeln? An keiner Stelle. Ihre Strategie ist gescheitert. Das sehen wir gerade, weil die EZB die Notenpresse anwerfen musste. Da kann Herr Brüderle noch so lange hier rumtanzen. Es ist einfach passiert. Und nun, Herr Brüderle? Jetzt stellt er sich hier hin, bläst sich auf und sagt, also aber nicht dauerhaft. Auch da werden Sie umfallen. Wir wissen nur noch nicht, ob nächste Woche oder in 1-2 Monaten. Wem soll man in diesem Politiktheater noch glauben? Merkel hört nicht zu, wenn die Linken mehr Rechte für den Bundestag einfordern. Peer Steinbrück will bisher keine große Koalition.
Renate Künast hofft jetzt, dass sich jemand an sie als eloquente Ministerin erinnert. Und Gysi lobt inzwischen Gysi. Und wir haben mehr Rechte für den Bundesrat und den Bundestag erreicht. Das heißt, wir haben die Demokratie bereichert. Eigentlich müssten Sie sich heute hier hinstellen und sagen, danke, liebe Linke, denn das verdanken Sie uns. Ja. Seit Jahrzehnten das gleiche Spektakel. Ist das Parlament tatsächlich nur noch ein Politzirkus? Wem kann man noch trauen? Vertrauen. Ist die Zeit der Volksvertreter, die das Volk hinter sich haben, vorbei? Ich glaube, dass der Ansatz zur Überwindung der Vertrauenskrise in der Politik sein muss, die Menschen direkt an Politik zu beteiligen. Wo liegen also die echten Alternativen? Im Zukunftskongress der SPD? Da haben immer noch die altgedienten Herren das Sagen, die Hartz-IV-Architekten, die Finanzmarkt-Deregulierer. Die haben zwar ihr Herz wieder links entdeckt, doch so recht glauben will ihnen niemand. Warum? Vielleicht, weil sie nicht zuhören, was ihnen die Jugend da sagt. Wenn Entscheidungen, die die Allgemeinheit betreffen, bereits vorgefertigt sind, wenn Entscheidungen nicht transparent deutlich gemacht werden, wenn Entscheidungen von Wirtschaftsinteressen oder von Einzelinteressen bestimmt werden, dann hat das in meinen Augen nicht mehr viel mit dem Allgemeinwohl zu tun. Und dann kann ich Menschen auch verstehen, die sagen, diese Entscheidung akzeptiere ich nicht. Seit 150 Jahren gibt es die SPD. Die Erben verspielen gerade ihre Zukunft. Die FDP kommt nicht von der Stelle. Die CSU verteilt gern an jeden Geschenke. Und die Linke zu kleine Taschen mit großen Sprüchen. Und jetzt noch einmal richtig durchziehen, dann ist das Ziel erreicht. Wer heute die Wahl hat, steht am Glücksrad. Ohne Chance auf großen Gewinn. Den bekommt nur, wer als Wähler genau hinguckt. Welche Partei wirklich etwas Neues wagt. Warum gibt es bei den großen Parteien keine Internetmitgliedschaften? Also, dass Leute Mitglied werden, mit denselben Rechten, aber nur einem virtuellen Orts- oder Kreisverband angehören. Warum gibt es nicht mehr Abstimmungen bei den Parteien, dann über Internet zu bestimmten Sachfragen und so weiter? Also die Frage der Bürgerbeteiligung spielt auch eine große Rolle, um diese Vertrauenslücke zu überbrücken. Ich glaube, die jetzigen Vertrauensschwund und das langsame Verdunsten der Demokratie wird sich nur ändern, wenn diejenigen, die ständig klagen und sich empören und auf der Zuschauertribüne sitzen, mitten in die Arena reinkommen und beteiligt werden. Noch stehen die Wutbürger neugierig vor der Arena und beobachten bienenfleißige Parlamentarier. Die haben sich unter dem Druck der Öffentlichkeit stärker gewandelt, als die Bürger ahnen. Sie geben heute mehr Preis als in allen Jahrzehnten zuvor. Was sie im Bundestag verhandeln, ist jeden Tag nachzulesen, im Internet. 5 Millionen Mal wird die Homepage angeklickt, im Monat. Über 15.000 Petitionen gab es 2011. An den politischen Entscheidungen hat sich dennoch wenig geändert. Dazu braucht es Volksentscheide, an denen sich das Volk auch tatsächlich beteiligt. Und Politiker, die darauf nicht erst warten. Keiner traut sich mehr, die Meinung zu sagen. Das ist es. Alles das dicke Parteibuch zählt. Aber ich weiß nicht, ob wir das nicht in Hause machen wollen. Weiß man ja nicht. Wir können nicht so lügen. Das ist das Problem. So, jetzt ist Schluss. Tschüss. Ein Politiker hat keine Liebe. Ein Politiker hat Politik. Ein Politiker hat keine Liebe. Ein Politiker hat seine... Ich als Urtyp eines seriösen Politikers. Sein Problem ist, es fehlt ihm die politische Emotion und Wähler wollen nicht nur über den Kopf, sondern auch über die Emotion angesprochen werden, über das Gefühl. Es fehlt ihm die politische Emotion, es fehlt ihm das Wahlkämpfergehen. Sie hat das Wahlkämpfergehen, auch wenn sie im Berliner Wahlkampf damit gescheitert ist. Zum Tag der offenen Tür im Bundestag zeigt sie, wie man die Energiewende antreibt. Mit viel Kalorien. Die Wahrheit zum Anbeißen. Wo gibt's noch arme Kinder? Renate Künast, ein Energiebündel, teilt gern aus, was anderen fehlt. Faktenwissen zum Beispiel.
Besitzer, der konventionelle Anbau hat schon in allen Stoffen, die er braucht, bei Pestiziden und Düngemitteln und so, immer einen hohen Energieverbrauch. Vor ihrem Aufklärungsdrang ist niemand sicher. Mal charmant. Das ist ein Energieregel. Nur Nüsse, Kürbiskerne. Mal erschöpft. Verkündet sie die Wahrheit, auch wenn sie den Leuten nicht passt. Das wirkliche Problem bei den Booten ist ein anderes, dass sie nämlich von der Energie her so fahren, dass sie mit diesen Dieselmotoren, die keinen hohen Umweltstandard haben, fahren. Und das ist das, was man rechtlich ändern muss. Dazu brauchen wir Partner. Renate Künast ist da ganz pragmatisch. Sie redet mit jedem, der ihr zuhört. Man muss sich als Politiker damit auseinandersetzen, dass man einfach die Fakten und die Wahrheiten aufzählt und das durchhält und durchsteht. Das macht die Stärke von Personen aus, nicht der einzelne Angriff, sondern standhalten. Das hatte ich ganz vergessen. Das Standhalten hat sie trainiert. Anwältin Künast begann einst im Knast als Sozialarbeiterin. Sie weiß, wie man nicht nur mit den harten Jungs umgeht, die Frau im Stachelkleid. Ich bin viel sanftmütiger und ruhiger, naturverbundener, als manche glauben. Und ich brauche Freunde. Ja, politische Freunde? Nee, Freunde, echte Freunde. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Man muss sich Zeit nehmen für sich selber, um sich selber gut zu fühlen, also Kontakt zu sich selber zu haben und nicht nur zu funktionieren. Und man muss sich Zeit nehmen für Freundinnen und Freunde. Die Zeit bleibt ihr selten. Es ist kurz nach 19 Uhr, sie wird wieder mal zu spät kommen. Hier zum Ortsfest der Grünen in Reinickendorf. Doch was bringt ihr so ein Smalltalk? Auch so ein Smalltalk am Rande ist immer so, dass einen Leute hinweisen auf Probleme. Sie können plötzlich mitkriegen, dass eine Geschichte, die sie im Bundestag gar nicht sofort merken, dass bestimmte Regelungen zur energetischen Sanierung von Häusern einen Fehler haben, einen richtigen Fehler. Dann denkst du, habe ich jetzt gehört, habe ich nochmal gehört. Schreib's mir und dann setzt du jemanden dran. Es ist gleich 22 Uhr. Es war wieder mal ein 14-Stunden-Tag. Zwischen Plenarsaal, Fraktionssitzungen, Ortsvereinen, Wahlkreisen macht sie Politik. Und ich brauche Freunde. Ja, politische Freunde? Nee, Freunde, echte Freunde. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Man muss sich Zeit nehmen für sich selber, um sich selber gut zu fühlen, also Kontakt zu sich selber zu haben und nicht nur zu funktionieren. Und man muss sich Zeit nehmen für Freundinnen und Freunde. Die Zeit bleibt ihr selten. Es ist kurz nach 19 Uhr, sie wird wieder mal zu spät kommen. Hier zum Ortsfest der Grünen in Reinickendorf. Doch was bringt ihr so ein Smalltalk? Auch so ein Smalltalk am Rande ist immer so, dass einen Leute hinweisen auf Probleme. Sie können plötzlich mitkriegen, dass eine Geschichte, die sie im Bundestag gar nicht sofort merken, dass bestimmte Regelungen zur energetischen Sanierung von Häusern einen Fehler haben, einen richtigen Fehler. Dann denkst du, habe ich jetzt gehört, habe ich nochmal gehört. Schreib's mir und dann setzt du jemanden dran. Es ist gleich 22 Uhr. Es war wieder mal ein 14-Stunden-Tag. Zwischen Plenarsaal, Fraktionssitzungen, Ortsvereinen, Wahlkreisen macht sie Politik. Immer vor Ort sein, das Ohr an der Basis, stets auf Tuchfühlung mit dem Volk. Schafft das verlorenes Vertrauen zurück? Ich glaube, das ist eher das Problem. Das Problem ist in einer gewissen Weise, so paradox es sich anhört, angesichts all dieser Stimmung, die sie dann auch immer wieder messen, ist, dass die Politiker zu nah an ihrer Basis sind, zu viel rund um die Uhr in irgendwelchen Wahlkreisen sind und aufgrund dieser Geschichte überhaupt nicht mehr zum Nachdenken kommen. Nachdenken? Worüber? Für Wolfgang Bosbach ist das nur Theoriegeschwätz. Wer nicht ständig mit dem Volk redet, macht keine bürgernahe Politik. Nur so gewinnt man Vertrauen, sagt er. Diese Bürgernähe beschert ihm über 10.000 Briefe im Jahr. Wolfgang Bosbach ist Pragmatiker. Er war Supermarktleiter, studierte Betriebswirtschaft und Jura über den zweiten Bildungsweg und ist seit 40 Jahren Mitglied des Tennis- und Karnevalvereins in Bergisch Gladbach. Trotz vollem Terminkalender. Die Leute beobachten sehr genau, ob sich ein Mensch verändert, wenn er erst einmal ein politisches Mandat oder gar ein Staatsamt innehat. Was ist aus ihm geworden? Bleibt es dann noch bei der Bodenhaftung? Und das Wichtigste ist Wahlabend 18 Uhr. Hat sich die Mühe gelohnt? Haben die Menschen das Gefühl, das Vertrauen, das wir dem Politiker entgegenbringen oder gebracht haben bei der letzten Wahl, ist nicht enttäuscht worden? Wolfgang Bosbach sitzt seit 18 Jahren für die CDU im Bundestag. Er hat seine Wähler nicht enttäuscht. Immer gewann er ein Direktmandat. Dieses Direktmandat, sagt er, macht ihn wirklich frei.
und wohl auch, dass er seit seiner Krebserkrankung weiß, dass die Zeit sehr begrenzt ist. So probte der konservative Rheinländer, eigentlich ein Gefolgsmann und Duzkollege Merkels. Dieses Direktmandat, sagt er, macht ihn wirklich frei. Und wohl auch, dass er seit seiner Krebserkrankung weiß, dass die Zeit sehr begrenzt ist. So probte der konservative Rheinländer, eigentlich ein Gefolgsmann und Duzkollege Merkels, den Aufstand. Er stimmte als einer der wenigen in der CDU-Fraktion gegen den letzten Euro-Rettungsschirm. Das war wirklich süß. Und beim Thema Euro haben wir den Menschen versprochen, ich war ja damals schon im Bundestag, es geht um eine Währungsunion. Und sie wird eine Stabilitätsunion sein. Von einer Schuldenunion, von einer Haftungsunion war nicht nur nie die Rede. Das haben wir ausdrücklich ausgeschlossen. Mit dieser Haltung wird aus Wolfgang Bosbach ein Rebell. Der muss heute keine Revolution anzetteln. Er muss nur bei seiner Meinung bleiben. Der Vorsitzende des Innenausschusses, der immer hoffte, unter Merkel Innenminister zu werden, erlebt jetzt als Euro-Rebell, wie Politik nach außen wirken kann. So, ja, also, Dr. Bosbach, wäre nett, wenn Sie jetzt sagen würden, nein, das glauben wir jetzt nicht. Ich bin gerade 60 Jahre alt geworden. Vor 100 Praktikanten des Bundestages plaudert er über seine Arbeit und seine Grundsätze. Sein wichtigster: Man ist nur seinem Gewissen und seinem Wähler verpflichtet. Gibt es da noch Fragen? So, mein Name ist Felix Pohle, ich bin Abgeordneter, ich bin Praktikant. Ja! Immer nach vorne gucken, jawohl. So unterhaltsam kann Politik sein. Auch wenn Wolfgang Bosbach die Europäische Zentralbank aufs Korn nimmt, die gern mal die Notenpresse anwirft. Was meinen Sie, wie gut Sie privat über die Runden kämen, wenn Sie sich selber Geld drucken dürften? Das lief super. Brauchen Sie zu keiner Bank zu gehen, Sie wären immer flüssig. Die Folge wäre eine gigantische Inflation. Wolfgang Bosbach spürt nichts von Politikverdrossenheit. Er kommt an beim Volk. Wie gut, das interessiert ihn schon. Man guckt natürlich mal ab und zu nach, ob es denn auch öffentlich tatsächlich registriert werden konnte und wie es bewertet wird. Und wenn ich dann auf die Ergebnisse beim Fokus Politiker-Ranking gucke, dann bin ich doch beruhigt. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahl kennen, meinen Platz, aber so schlecht ist er ja nicht. Angela Merkel ist die Königin des Rankings. Ihre Popularität scheint ungebrochen. Jede Woche aufs Neue stehen Politiker auf dem Prüfstand beim Volk. SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier. Und den Außenminister Guido Westerwelle. Gar nicht. Die lauschen ihm andächtig, wenn er die Euro-Krise und ihre Folgen beschreibt. Durch jede Krise hindurch gibt es mehr Vermögensmillionäre und die, die wir haben, werden immer reicher. 0,6% unserer Bevölkerung haben ein Vermögen von 2 Billionen Euro. Umverteilung heißt für ihn die Lösung. Von oben nach unten. Ein Populist muss seine Versprechen nicht einlösen. Jedenfalls nicht in den nächsten Jahren. Auch Opposition muss glaubwürdig sein. Wenn wir Vorschläge machen, die die Leute für völlig unrealistisch halten, dann nehmen sie uns auch nicht ernst. Und zweitens, man erreicht was. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen vor vielen, vielen Jahren. Es gab 2 Einzelgewerkschaften an unserer Seite. Alle anderen Gewerkschaften waren damals noch gegen uns. SPD, Grüne, FDP und Union sowieso. Heute fordern den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn alle Einzelgewerkschaften, die SPD und die Grünen, und die Union ist dabei zu kippen. Ist doch nicht nichts. Den linken Gysi liebt nicht jeder in seinem Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick. Aber die meisten schon. Sein Direktmandat ist hart erarbeitet, auch mit Stunden wie diesen. Jede Woche sitzt er in seinem Bürgerbüro und versucht sich als Retter in der Not. Na, dann hätten wir aber wenigstens einen Anwalt, der schuld wäre. Wäre auch schon was wert. Nur haben wir ja keinen. Das sind übrigens auch schöne Erlebnisse. Dann kommt jemand vorbei mit einem kleinen Blümchen und sagt, sie haben da hingeschrieben, die haben mir jetzt den Umzug bezahlt und so und freut sich darüber richtig. Ja, das brauche ich, das brauche ich. Eine gute Rede im Bundestag ist ja auch was wert, aber wenn ich die anderen Erlebnisse nicht habe, nein, dann fehlt mir was.
Im Bundestag ist die Welt oft sehr abstrakt, wo es um Milliarden geht. Im Wahlkreis ist sie konkret. Da geht es um 1.000 Euro für einen Jugendverein. Glaubhaft ist man als Politiker nur, wenn man beide Welten ernst nimmt und sattelfest ist, auch in Details. Die höheren Renten abgeflacht werden. Nein, die Steigerung der höheren Renten wird abgeflacht. Wer ist also nun der ideale Politiker? Na, der ideale Politiker bin natürlich ich. Das ist doch völlig klar. Sie können doch jetzt von mir keine andere Antwort erwarten. Aber Sie wissen, dass ich das ironisch meine. De facto Sozialdemokrat, sehr leidensfähig bei den Linken, brillanter Redner. Origineller Typ, der wahrscheinlich ein Bundesverdienstkreuz kriegen müsste, dass er die Strapazen mit den Linken, mit dem Hass zwischen Ost und West erträgt. Um Vertrauen muss Gregor Gysi ständig werben. Auch in der eigenen Partei, auch in der Fraktion. Wer hier mit wem nicht redet, ist augenfällig. 20 Jahre Politikbetrieb, die hinterlassen ihre Spuren. Natürlich habe ich mich verändert. Natürlich. Und zum Beispiel Freundschaftspflege. Der Selbstüberforderung, die Politik und Politiker immer eingegangen sind, in der Vergewisserung des Volkes, wir haben die richtigen Lösungen für alle Lebensbereiche für euch schon parat. Ein Anspruch, den Politik nie erfüllen kann. Als Sozialdemokrat will er den fürsorglichen Staat und hat ihn doch unter Gerhard Schröder mit ausgehebelt. Das stürzte die SPD in die tiefste Vertrauenskrise und 2009 in ein Wahldebakel. Steinmeier, der erfolglose Kanzlerkandidat, wollte damals aus der Politik aussteigen. Er blieb und wurde Fraktionschef. Einer, der bis heute lieber leise, auch mit Gegnern, redet, als lautstark kämpft. Geschont werden er und die SPD deshalb nicht. Sie haben Griechenland aufgenommen. Sie haben die Stabilitätskriterien gebrochen. Wir räumen heute die Scherben rot-grüner Politik weg. Machen Europa richtig nach vorn. Der Fraktionschef bleibt gelassen. Er kennt sein Image. Er gilt, glaube ich, als Urtyp eines seriösen Politikers. Sein Problem ist, es fehlt ihm die politische Emotion. Und Wähler wollen nicht nur über den Kopf, sondern auch über die Emotionen angesprochen werden, über das Gefühl. Es fehlt ihm die politische Emotion. Es fehlt ihm das Wahlkämpfergehen. Sie hat das Wahlkämpfergehen. Auch wenn sie im Berliner Wahlkampf damit gescheitert ist. Zum Tag der offenen Tür im Bundestag zeigt sie, wie man die Energiewende antreibt. Mit viel Kalorien. Die Wahrheit zum Anbeißen. Wo gibt's noch arme Kinder? Renate Künast, ein Energiebündel, teilt gern aus, was anderen fehlt. Faktenwissen zum Beispiel. Sozusagen der konventionelle Anbau hat schon in allen Stoffen, die er braucht, bei Pestiziden und Düngemitteln und so, immer einen hohen Energieverbrauch. Vor ihrem Aufklärungsdrang ist niemand sicher. Mal charmant. Das ist ein Energieregel. Nur Nüsse, oh, den Möbelkerne. Mal erschöpft. Verkündet sie die Wahrheit, auch wenn sie den Leuten nicht passt. Das wirkliche Problem bei den Booten ist ein anderes, dass sie nämlich von der Energie her so fahren, dass sie mit diesen Dieselmotoren, die keinen hohen Umweltstandard haben, fahren. Und das ist das, was man rechtlich ändern muss. Dazu brauchen wir Partner. Renate Künast ist da ganz pragmatisch. Sie redet mit jedem, der ihr zuhört. Man muss sich als Politiker damit auseinandersetzen, dass man einfach die Fakten und die Wahrheiten aufzählt und das durchhält und durchsteht. Das macht die Stärke von Personen aus, nicht der einzelne Angriff, sondern standhalten. Das hatte ich ganz vergessen. Das Standhalten hat sie trainiert. Anwältin Künast begann einst im Knast als Sozialarbeiterin. Sie weiß, wie man nicht nur mit den harten Jungs umgeht, die Frau im Stachelkleid. Ich bin viel sanftmütiger und ruhiger, naturverbundener, als manche glauben. Also relativ schlecht im Vergleich zur Wirtschaft. Und ihr Lohn ist Aufmerksamkeit und Wichtigkeit. Was machen wir jetzt? Keine Sau, kann ich euch sagen, setzt sich so an den Strand. Im Umgang mit den Medien diktiert er die Regeln. Wolfgang Kubicki lässt sich schwer dirigieren. Das hier ist ein Spiel für die Kamera. Wer in die Politik geht, muss wissen, dass er unter Dauerbeobachtung steht. Der darf sich darüber nicht beschweren. Das ist der Sinn auch der Veranstaltung. Und wer damit nicht umgehen kann, muss den Laden verlassen.
Ja, Wolfgang Kubicki ist erst einmal ein Journalistentraum. Ja, solche Politiker lieben die Journalisten, ja, immer einen flotten Spruch auf Lager, immer bereit, die eigenen Leute in die Pfanne zu hauen, Kontroversen anzuzetteln. Also ein idealer Typ für den Journalismus. Für die Wähler, bei den Wählern ist es problematisch, denn natürlich ist er unstet. Er ist zutiefst illoyal seiner eigenen Partei gegenüber. Wolfgang Kubicki ist das Enfant terrible seit Jahrzehnten. Er ist der Pfau und Scharfschütze. Der gelbe Ichling, den die Bundespartei eher duldet als liebt. Ihr beide sind so im Kopf jung geblieben. Das ja, natürlich. Ja. Okay. Gut, aber das ist schön. Was machen Sie in Strande? Urlaub. Ja, schön. Das Volk dagegen schätzt seine Offenheit. Selbst wenn es anderer Meinung ist. Wie im Mai 2010. Da warteten tausende Wahlbürger mit Trillerpfeifen auf Kubicki. Sie protestierten gegen die Unikürzungen. Ich war in Lübeck bei einer Veranstaltung und draußen waren 3000 Studenten, die sich sehr schnell über, wie das heute so geht, Twitter, Facebook versammelt hatten. Die Polizei wollte mich sozusagen über einen Hinterausgang rauslotsen und ich habe gesagt, nein, ich gehe da raus und ich habe mit denen 2 Stunden diskutiert. Und habe erklärt, ich mache das ja nicht, um euch zu ärgern, sondern wir haben folgendes Problem. Das Problem können wir nur so lösen oder so und so. Und ich habe erklärt, warum ich zu bestimmten Entscheidungen gekommen bin. Und das hat mir unglaublich viel Respekt eingehandelt, weil die sagen, normalerweise weichen die anderen aus, erklären nicht, warum das so ist. Selbst wenn wir es nicht akzeptieren, ist das für uns sehr bedeutend, dass wir die Argumente gehört haben und dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, andere Argumente zu bringen, um dem entgegenzuwirken. Im gängigen Politikbetrieb steht Wolfgang Kubicki immer etwas neben der Spur. Auch in Eckernförde, auf dem Sommerfest der Landes-FDP, bleibt er der Hausherr auf Distanz. Er passt in kein Schubfach. Der Strippenzieher und Königsmacher, der sich bei Kriegsfilmen entspannt und den Krieg in Afghanistan ablehnt. Er glaubt daran, dass Politik nur die Freiräume schafft, um sich selbst zu entfalten. Freiheit gibt's nicht ohne Verantwortung. Daran hat er sich immer gehalten. Ohne Rücksicht auf Verluste? Ich bin nicht mehr ganz so unbefangen wie noch vor 20 oder 30 Jahren, auch im Rahmen meiner Politik. Im Zukunftskongress der SPD? Da haben immer noch die altgedienten Herren das Sagen, die Hartz-IV-Architekten, die Finanzmarkt-Deregulierer. Die haben zwar ihr Herz wieder links entdeckt, doch so recht glauben will ihnen niemand. Warum? Vielleicht, weil sie nicht zuhören, was ihnen die Jugend da sagt. Wenn Entscheidungen, die die Allgemeinheit betreffen, bereits vorgefertigt sind, wenn Entscheidungen nicht transparent deutlich gemacht werden, wenn Entscheidungen von Wirtschaftsinteressen oder von Einzelinteressen bestimmt werden, dann hat das in meinen Augen nicht mehr viel mit dem Allgemeinwohl zu tun. Und dann kann ich Menschen auch verstehen, die sagen, diese Entscheidung akzeptiere ich nicht. Seit 150 Jahren gibt es die SPD. Die Erben verspielen gerade ihre Zukunft. Die FDP kommt nicht von der Stelle. Die CSU verteilt gern an jeden Geschenke. Und die Linke zu kleine Taschen mit großen Sprüchen. Und jetzt noch einmal richtig durchziehen, dann ist das Ziel erreicht. Wer heute die Wahl hat, steht am Glücksrad. Ohne Chance auf großen Gewinn. Den bekommt nur, wer als Wähler genau hinguckt. Welche Partei wirklich etwas Neues wagt. Warum gibt es bei den großen Parteien keine Internetmitgliedschaften? Also, dass Leute Mitglied werden, mit denselben Rechten, aber nur einem virtuellen Orts- oder Kreisverband angehören. Warum gibt es nicht mehr Abstimmungen bei den Parteien, dann über Internet zu bestimmten Sachfragen und so weiter? Also die Frage der Bürgerbeteiligung spielt auch eine große Rolle, um diese Vertrauenslücke zu überbrücken. Ich glaube, die jetzigen Vertrauensschwund und das langsame Verdunsten der Demokratie wird sich nur ändern, wenn diejenigen, die ständig klagen und sich empören und auf der Zuschauertribüne sitzen, mitten in die Arena reinkommen und beteiligt werden. Noch stehen die Wutbürger neugierig vor der Arena und beobachten bienenfleißige Parlamentarier. Die haben sich unter dem Druck der Öffentlichkeit stärker gewandelt, als die Bürger ahnen. Sie geben heute mehr Preis als in allen Jahrzehnten zuvor. Was sie im Bundestag verhandeln, ist jeden Tag nachzulesen, im Internet. 5 Millionen Mal wird die Homepage angeklickt, im Monat. Über 15.000 Petitionen gab es 2011. An den politischen Entscheidungen hat sich dennoch wenig geändert. Dazu braucht es Volksentscheide, an denen sich das Volk auch tatsächlich beteiligt. Und Politiker, die darauf nicht erst warten. Keiner traut sich mehr, die Meinung zu sagen. Das ist es. Alles das dicke Parteibuch zählt. Aber ich weiß nicht, ob wir das nicht in Hause machen wollen. Weiß man ja nicht.
Wenn wir das, muss wir können nicht so lügen. Das ist das Problem. So, jetzt ist Schluss. Tschüss. Ein Politiker hat keine Liebe. Ein Politiker hat Politik. Energie, Herr Sofa, dass Sie mit diesen Dieselmotoren, die keinen hohen Umweltstandard haben, fahren. Und das ist das, was man rechtlich ändern muss. Dazu brauchen wir einen Partner. Renate Künast ist da ganz pragmatisch. Sie redet mit jedem, der ihr zuhört. Man muss sich als Politiker damit auseinandersetzen, dass man einfach die Fakten und die Wahrheiten aufzählt und das durchhält und durchsteht. Das macht die Stärke von Personen aus. Nicht der einzelne Angriff, sondern standhalten. Das hatte ich ganz vergessen. Das Standhalten hat sie trainiert. Anwältin Künast begann einst im Knast als Sozialarbeiterin. Sie weiß, wie man nicht nur mit den harten Jungs umgeht. Die Frau im Stachelkleid. Ich bin viel sanftmütiger und ruhiger, naturverbundener, als manche glauben. Und ich brauche Freunde. Ja, politische Freunde. Nee, Freunde, echte Freunde. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Man muss sich Zeit nehmen für sich selber, um sich selber gut zu fühlen, also Kontakt zu sich selber zu haben und nicht nur zu funktionieren. Und man muss sich Zeit nehmen für Freundinnen und Freunde. Die Zeit bleibt ihr selten. Es ist kurz nach 19 Uhr, sie wird wieder mal zu spät kommen. Hier zum Ortsfest der Grünen in Reinickendorf. Doch was bringt ihr so ein Smalltalk? Auch so ein Smalltalk am Rande ist immer so, dass einen Leute hinweisen auf Probleme. Sie können plötzlich mitkriegen, dass eine Geschichte, die sie im Bundestag gar nicht sofort merken, dass bestimmte Regelungen zur energetischen Sanierung von Häusern einen Fehler haben, einen richtigen Fehler. Und denkst du, habe ich jetzt gehört, habe ich nochmal gehört. Schreib's mir und dann setzt du jemanden dran. Es ist gleich 22 Uhr. Es war wieder mal ein 14-Stunden-Tag. Zwischen Plenarsaal, Fraktionssitzungen, Ortsvereinen, Wahlkreisen macht sie Politik. Immer vor Ort sein, das Ohr an der Basis, stets auf Tuchfühlung mit dem Volk. Schafft das verlorenes Vertrauen zurück? Ich glaube, das ist eher das Problem. Das Problem ist in einer gewissen Weise, so paradox es sich anhört, angesichts all dieser Stimmung, die sie dann auch immer wieder messen, ist, dass die Politiker zu nah an ihrer Basis sind, zu viel rund um die Uhr in irgendwelchen Wahlkreisen sind und aufgrund dieser Geschichte überhaupt nicht mehr zum Nachdenken kommen. Nachdenken? Worüber? Für Wolfgang Bosbach ist das nur Theoriegeschwätz. Wer nicht ständig mit dem Volk redet, macht keine bürgernahe Politik. Nur so gewinnt man Vertrauen, sagt er. Diese Bürgernähe beschert ihm über 10.000 Briefe im Jahr. Wolfgang Bosbach ist Pragmatiker. Er war Supermarktleiter, studierte Betriebswirtschaft und Jura über den zweiten Bildungsweg und ist seit 40 Jahren Mitglied des Tennis- und Karnevalvereins in Bergisch Gladbach. Trotz vollem Terminkalender. Die Leute beobachten sehr genau, ob sich ein Mensch verändert, wenn er erst einmal ein Punkt. Ob Wiedereingliederung von Soldaten, Ölstreit an der Grenze, zu hohe Gehälter für Berater, Agnieszka Brugger muss sehr genau wissen, worum es geht. Und um 14.30 Uhr drängt der nächste Termin. Eine NGO-Vertreterin will mit ihr über Abrüstungskampagnen reden. Es fehlt ja auch vielen an Wissen darüber, dass zum Beispiel noch 20 amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden sind. Eine Stunde für ein komplexes Thema. Um kurz vor 16 Uhr muss sie zur Fraktionssitzung der Grünen. Renate Künast redet gerade über die Euro-Krise. Der Zeitdruck ist enorm. Agnieszka Brugger bleiben oft nur ein, zwei Tage, um über Milliarden zu entscheiden. Ich hatte niemals, so wie jetzt, den Eindruck, dass die Bundestagsabgeordneten vor allen Dingen so sehr drum kämpfen, dass sie verstehen, was sich bei der Euro-Rettung abspielt, dass sie mitkommen wollen, dass sie komplizierte Verträge verstehen, die sie aus Brüssel in englischer Sprache bekommen, dass der kleinste Bundestagsabgeordnete dahinterher ist, den Anschluss nicht zu verlieren, weil er zu Hause im Wahlkreis Erklärungen dazu abgeben muss. Doch wie erklärt der seinen Wählern, dass er nicht immer genau weiß, worum es bei Abstimmungen geht? Wie beim Euro-Rettungsschirm und der Frage, mit wie vielen Milliarden haftet Deutschland bei den Euro-Krediten? Nein, ich möchte dazu lieber nichts sagen. Oh, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. So grob? Nee. 250? 240? Okay. 211? Gut. Habe ich Glück gehabt. Wer nicht genau weiß, worüber er entscheidet, hat schon lange kapituliert.
Er ist auf allen Ebenen eher Mitspieler als Mitgestalter. Sie selbst, das ist mein Eindruck, sehen das nicht so, weil sie ihre Ansprüche an politische Gestaltung längst reduziert haben, längst gemerkt haben, dass sie sehr überfordert sind. Und man muss ganz nüchtern sagen, ein Gros der gewählten Parlamentarier investiert die maximale Arbeitszeit darauf, wiedergewählt zu werden und in den Wahlkreisen präsent zu sein. Ganz wenige, die eine Fachdisziplin verfolgen, da auch auf der Augenhöhe sind mit der Ministerialbürokratie. Und aus diesem Widerspruch der Rollen ergibt sich sozusagen auch dieses gespaltene öffentliche Bild meiner Ansicht nach. Ein gerechtes Urteil? Das Arbeitspensum ist gewaltig. Über 300 Gesetze wurden in den letzten 3 Jahren verabschiedet. Wurden die alle gelesen von den 622 Abgeordneten? Unter denen gibt es zwar 150 Anwälte und fast 100 Lehrer und Beamte, aber verstehen die alle das Kleingedruckte? Gregor Gysi sagt dazu gern, komplexe Themen muss man übersetzen, so, dass sie jeder versteht, auch jeder Abgeordnete. Wie er das macht, erzählt er auch. Unter Kanzler Schröder sollte das Gesetz zur Veräußerungserlösgewinnsteuer verändert werden. Und dann hielt Gysi seine Rede. Ich sage, also noch mal langsam. Wichtiges wird hier dennoch nicht ausgeplaudert. Auch nicht auf dem jährlichen Redaktionsfest des Magazins Stern. Die Selbstkontrolle bei Politikern funktioniert. Fast immer. Auch bei Renate Künast, denn auch sie weiß. Ja, du kannst auch in der Kneipe nicht schimpfen, es hört immer einer mit. Ja. Doch wer erfährt zuerst von den künftigen Konflikten? Wem und wann werden welche skandalträchtigen Informationen gezielt zugespielt? Da geht es heute in Berlin anders zu als in Bonn. Damals waren die politischen Lager, auch die zwischen Politikern und Journalisten, noch klar geteilt. In Berlin sind die Grenzen fließend. Der Medienmarkt ist dicht gedrängt. Wer da fündig werden will, muss guten Quellenschutz bieten. Und darf eine Grenze nicht überschreiten. Ein sehr großes Hamburger Magazin und dessen Chefredakteur lädt dann schon mal zum Essen nach Hause ein, einen Menschen, den man für den denkbaren nächsten Kanzlerkandidaten hält, um rechtzeitig engste Kontakte zu knüpfen. Einen Politiker nach Hause zum Essen einzuladen, ist aus meiner Sicht vollkommen tabu, darf es nicht geben. Wie viel kritische Distanz bleibt da noch zwischen Journalisten und Politikern? Und wo wird Politik dann wirklich gemacht? Dort, wo sie hingehört? Im Bundestag? Und von wem eigentlich? Sitzen dort noch krisenfeste Volksdiener? Wir hatten in der Nachkriegszeit Menschen, die haben Schicksalsschläge erlebt. Da war den Bürgern klar, die werden mit Krisen fertig. Heute haben wir auch viele junge Politiker, das ist jetzt kein Nachteil, bei denen aber dann, wenn Krisen entstehen, man sich schon die Frage stellt, haben die nötige Reife, in diesen Krisen auch wirklich das Richtige zu tun. Agnieszka Brugger ist 27 und die jüngste weibliche Abgeordnete des Bundestages. Es ist 9 Uhr und seit einer Stunde sitzt sie über dem Haushaltsplan für 2013. Der hat über 3000 Seiten und ist in diesen Wochen Thema. Da muss sie sich schnell einen Überblick verschaffen und im Detail sehr genau wissen, wofür die 30 Milliarden Euro im Verteidigungsetat stehen. Allein für den Einzelplan 14, ich bin ja Mitglied des Verteidigungsausschusses und das ist sozusagen mein Brocken vom Bundeshaushalt 2013, mit dem ich mich ganz intensiv auseinandersetzen muss, der hat 170 Seiten. Es ist 9.30 Uhr und Agnieszka Brugger trifft sich mit der Arbeitsgemeinschaft Frieden, Sicherheit und Abrüstung. Worum es hier im Einzelnen geht, dürfen wir nicht mitreden. Agnieszka Brugger, seit 3 Jahren Abgeordnete, studiert noch Politik, Philosophie und öffentliches Recht. Sie ist Fachpolitikerin.